Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Die Sims 4 und Step for the Generation. Letzte Woche ist ja leider ausgefallen, aber jetzt geht's hier wieder weiter. Wir haben ja hier das letzte Mal die nächste Wohnung angefangen. Die erste, die haben wir jetzt fertig so, ne? Die hat ja ein Schlafzimmer, ein schönes Wohnzimmer, noch so eine geräumige Küche, wo man noch Gegenstände platzieren kann und ein sehr ausladendes Badezimmer. Hier in Wohnung Nummer 2 wollten wir ein Zimmer mehr zum Wohnen schaffen, das auch nicht so viel kleiner sein sollte. Und haben einfach mal beschlossen, dass wir hier eine Wohnküche draußen machen, die hier in dem Fall so aussieht. Ne? Wir haben Fernseher, wir haben eine Couch, wir haben hier die Möglichkeit auch gut noch am Tisch zu sitzen. Ne? Wir kommen hier überall durch, das ist sehr praktisch. Und ja, unser kleines Badezimmer ist halt, naja, nicht das größte, aber wir haben immerhin eins. Und wenn man hier ganz dekadente Wünsche hat, könnte man hier auch nochmal ein kleines Badezimmer anbauen, so mit Toilette und Dusche, wenn man hier irgendwie mehr Platz braucht. So, hier haben wir auch noch einen Balkon, den können wir auch noch füllen. Und ich habe gerade überlegt gehabt, wie wir die Zimmer hier gestalten. Ob wir einfach hier zwei große Schlafzimmer draus machen, beziehungsweise einfach nur zwei Schlafzimmer. Oder ob wir ein Zimmer als Kinderzimmer gestalten. Und ich glaube, ich hätte das Zimmer hier gerne als Kinderzimmer. Ich fände das ganz gut. Wollen wir gleich das Kinderzimmer machen? Komm, wir machen mal gleich das Kinderzimmer. Haben wir irgendwie eine kindliche Tapete? Wir haben hier auf jeden Fall ein paar Kreise. Das finde ich schon mal gar nicht so übel. Finde ich in Braun auch cool. Schwarz-Weiß ist auch nicht schlecht. Hier so ganz schwarz auch nicht. Aber so an sich finde ich das schon mal ganz cool. Vielleicht machen wir auch mal das Schlafzimmer hier in Schwarz-Weiß. Das hatten wir ja auch kürzlich bei dem SBS-Haus. Das fand ich auch gar nicht so übel. Ach, ich hasse das, dass man das hier nicht abtrennen kann. Aber gut, was willst du machen? Ich brauche jetzt ein Dinge am besten nur mit einer Leiste. Das wäre toll. Aber ich glaube, das kriegen wir hier nicht hin. Wir kriegen hier nur welche ohne Leiste, oder? Und wenn sieht so aus, immer ungünstig. Okay, hier haben wir wieder eine Leiste, aber da sind die Farben jetzt nicht so geil. Aber gut, nehmen wir einfach mal das ganz normale Weiß hier. Das lässt sich ja auch machen. So, dann haben wir den Raum schon mal gestrichen. Und dann schauen wir jetzt mal hier zum Kinderzimmer, was wir da am besten machen. Die Farben hier sind ja auch sehr, sehr krass. Das Problem ist, ich weiß kinderzimmermäßig gerade gar nicht, was wir da so an Farbauswahl haben. Deswegen glaube ich, schaue ich hier mal, nicht zur Beleuchtung, als erstes mal zu Kinder. Und dann schauen wir mal, was wir da hinkriegen. Ich habe mich auch noch nicht entschieden, was für ein Bett wir hier reinstellen. Also ob es jetzt für Kleinkinder ist oder wirklich für Kinder. Vielleicht doch eher Kinder so. Obwohl die Toddler ja auch wirklich süß sind. Ist ja schon eher Teenager. Hier haben wir zum Beispiel ein kleines Bett. Finde ich auch süß. Komm, wir machen mal für Kleine. Ist auch mega niedlich. Oh, wie cute. Ich würde es auch irgendwie gerne schräg stellen. Aber ich glaube, schräg kriegen wir das hier kaum in die Reihe. Ich bin momentan so voll der Kinderbett-Schräg-Fan. Ich weiß auch nicht, warum. Aber irgendwie finde ich es gut. So, ja gut, wenn wir jetzt hier so in diesem... Bleiben wir hier so ein bisschen im Rosa-Schema. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ich schau mal. Okay, das ist mir ein bisschen zu rosa. Ich hätte gerne ein bisschen was Abgeflachteres. Okay, wir nehmen mal das hier als Wandfarbe für den Rest. Okay, dann mache ich es gleich mal so. Und, ach komm, wir machen mal die Wand. Dann, hallo? Okay, ich kann es nicht löschen, auch gut. Was nehmen wir denn da jetzt für Schreck für eine Wandfarbe? Wir hätten jetzt hier das krasse Pink, aber das will ich ja nun mal gar nicht. Das finde ich eigentlich ganz süß. Und dann haben wir Blumen an der Wand. Das ist doch voll schön. So, machen wir hier mal auch. Dann haben wir das Gegenüber genauso. Ah, ich finde, das war gut. Gut. Und jetzt, Moment, wir brauchen noch einen Fußboden. Das wäre gar nicht mal so unübel. Finde ich so Holz auch nicht schlecht. Vielleicht machen wir einen holzigen Fußboden. Und mit dem Grau finde ich gut. Wir machen noch mal gleich mal die Richtung so. Sodale. Gut, wir brauchen auch ein Töpfchen. Da können wir sogar das Pink nehmen. Ich stelle jetzt erstmal alles irgendwie nur hin, ne? Nicht wundern. Einfach nur, damit ich so ein bisschen Überblick habe. Und der Beistelltisch ist auch süß mit den Pfötchen. Passt doch irgendwie zu den Blumen. Ich stelle das erstmal da hin. So, was können wir denn noch gebrauchen? Hier haben wir einen Fernsehtisch. Hier haben wir eine Kinderkommode. Auch süß. Haben wir auch ein Pink. Wie gesagt, ich stelle erstmal alles hin. Nachher sortiere ich nochmal aus, was mir passt und was eher nicht. Und was ich vielleicht nochmal ändere. Hier haben wir die Kombi mit Gelb, hier eher so mit Blau. Ich glaube, hier so mit Gelb fände ich es cooler. Aber wie gesagt, ich stelle erstmal nur hin. Wahrscheinlich werden wir es am Ende nicht mal benutzen.
Aber erstmal angucken ist auf jeden Fall cool. So, hier hätten wir auch so ein riesiges pinkes irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob man das als Regal nutzen kann. Okay, es ist auf jeden Fall ein Regal, aber ich weiß halt nicht, ob man da auch was reinstellen kann. Das ist eher so die Frage. So ein Pink finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber es ist halt auch sehr klein, ne? Wirklich groß ist das auch nicht. Hier haben wir noch einen Hochstuhl. Wäre vielleicht auch praktisch. Ich stelle es erstmal hin. Hier haben wir nochmal einen Töpfchenpartner. Wie süß. Okay, wir haben auch nochmal einen anderen Hochstuhl. Ja gut, ich weiß gar nicht, welchen ich da jetzt schöner finde. Ich glaube, ich finde den anderen hier schöner. So, hier können wir uns nochmal ein anderes Bücherregal aussuchen. Hier haben wir nochmal ein Wandregal. Einfach nur mit so einer Wolke. Und das finde ich auch voll süß. Ich meine, man kann hier auch nochmal ein Pink wählen. Das finde ich auch ganz cool. Aber weil wir jetzt so eine dunkle Wandfarbe haben. Oh, hier auch nochmal mit richtigen Regenbogen. Würde ich jetzt einfach nur so ein ganz normales weißes Regal machen, damit es aussieht wie so Flauschi-Wolken. Das finde ich ganz cool. So, da haben wir jetzt das Bett stehen. Das heißt, dieses Bücherregal wird einfach nirgendwo mehr hinpassen, weil wir hier die Regale kleben haben. So, die Frage ist halt, warum brauchen Kleinkind ein Bücherregal? Das ist einfach mal die nächste Frage. So, ich hole mir mal hier eine Pflanze an Bord. Ich finde die ja irgendwie immer wieder cool. Ja, was in die Richtung? Aber das ist dann auch wieder so fett. Irgendwie hier sowas Kleines einfach nur wäre gar nicht so unübel. So, aber das kriegen wir da auch wieder nicht hingestellt, einfach so. Moment, ich muss mal hier das Bummel wegnehmen. Sodale. Dann passt das hier irgendwie noch zwischen. So, inwiefern das später nutzbar ist, müssen wir dann mal gucken. Aber erstmal steht's. So, das Bücherregal können wir dann auch noch mal ein bisschen hier rüber verschieben. So, die Wolke machen wir mal ein bisschen nach da. Ich hätte hier auch gerne noch die andere Wolke, ne? Die muss hier irgendwie noch mit hin. So, jetzt haben wir hier ein schönes Wolkenfeeling. Ist das nicht toll? So, die muss noch ein bisschen tiefer, sonst taugt mir das nicht so ganz. Dann sieht das so gleich aus sonst. Ah, die Wand gefällt mir bis jetzt voll gut. Die Frage ist halt nur, inwiefern fühlt sich ein Kind jetzt hier wohl mit diesem riesen Bücherregal? Was hat es überhaupt zum Spielen? Irgendwie so gefühlt gar nichts. Oh, eine kleine Rutsche. Oh, wie süß. Oh, können wir die hier hinten draufstellen? Könnten wir rein theoretisch auch nach hier draußen stellen. Ah, voll knuffig. So, was haben wir denn hier noch? Irgendwie was an Spielzeug oder so? Das sieht ja gar nicht schon mal so übel aus. Schau mal, hier aufs Bücherregal können wir auch Sachen draufstellen. Das gefällt mir auch gut. So, ich packe jetzt erstmal da den Schmetterling drauf. Was haben wir hier? Alter, wie geil ist das denn? Das will ich auch ausprobieren. Oh ja, mein Riesenteddy. Oh, ich mag die Riesenteddys. So, hier haben wir so Bauklötze. Die finde ich auch supi. Können wir hier aber nirgendwo draufstellen. Die können nur irgendwo rumliegen. Dann packen wir die mal dahin. Hier haben wir noch ein Auto. Können wir das einfärben? Okay, wir können ein Polizeiauto draus machen. Coole Sache das. Hier haben wir noch so ein Plüschi-Ding. Dann packen wir das Plüschi-Ding hier auch mal noch mit drauf. So, sind auf unseren Wolken wenigstens auch Sachen drauf. Auch ein Planschbecken. Wir haben sogar ein Planschbecken. Wie schön ist das denn? Hier haben wir noch so eine Grabbelkiste. Ganz ehrlich, ich glaube, da mache ich eher diesen Tisch hier weg. Der macht für mich nämlich gerade nicht so viel Sinn. So, aber hier, das passt auch nicht wirklich. Ah, das ist einfach so eng, das Zimmer. Da passen die ganzen Sachen gar nicht rein. So, dann packen wir das mal so hin. Und das packen wir mal hier drunter. Dann passt das, glaube ich, ganz gut. So, ich packe das noch ein bisschen nach hier. Dann steht sich das nicht gegenseitig im Weg. Und wir... Ja, gut. Wir klauen uns nochmal die Pflanze hier. Na? Die will sich da aber einfach nicht hinstellen lassen. Richtig nett. So. Liegt am Kleiderdingens. Dann müssen wir das mal ein bisschen verschieben. Ja, warum sind die Pflanzen auch immer so hartnäckig? Die sind richtige Dieben, diese Pflanzen. Das nervt mich manchmal voll. Man kann nicht einfach irgendwie eine Pflanze in der Ecke stellen. Die mosert gleich rum. Die sagt, das passt nicht. Finde ich nicht gut. So, das heißt, wir müssen auch unsere Bettidee hier verschieben. Sonst passt das hier einfach nicht miteinander zusammen. So, das stellen wir mal hier so schräg vors Bücherregal. Und dann hätte ich hier irgendwie gerne noch einen Nachttisch. Macht das Sinn? Gerade auch von der Größe her, passt das mit einem Nachttisch? Und wenn es für mich auch die Frage, welchen nehmen wir denn da? Vielleicht sollten wir tatsächlich nochmal hier unter Kinder gucken, dass wir da direkt ein Möbelstück von nehmen. Auch wieder hier so in die rosa Schiene, dann sind wir hier auch optisch wenigstens so gleich ausgestattet. Das würde mir ganz gut gefallen. So, ich würde auch gerne beleuchtungsmäßig da
gut dabei sein. Oh, hier ist noch sowas, so ein Teppich. Oh, das finde ich auch irgendwie voll schön. Ich glaube, ich würde es eher hier hinten so mit hinpacken. Dann sind wir hier nochmal anders am Start. Weil die Ecke hier, die hat wenigstens irgendwie was. Ah, hier haben wir noch Bücher. Können wir davon noch was hier mit aufs Regal packen? Sehr gut. Sind wir da auch dabei? Ah, da waren Küken. Voll gut. So, hier haben wir einfach nur so einen Kalender. So, packe ich noch dahin, weil wir da gerade Platz haben. So, hier haben wir noch ganz viele Bilder. Hier haben wir noch Schmetterlinge. Oh, ich liebe Schmetterlinge. Schmetterlinge sind super. So, packen wir das dann doch vielleicht lieber hier so hin. Denn dann können wir da immer schön abhaken. Oh, Schmetterlinge am Fenster. Voll schön. Die Frage ist auch, brauchen wir nochmal irgendwie Vorhänge? Da hatten wir bis jetzt hier immer bei den Fenstern nur die Teile. Haben wir hier irgendwie diesmal eine passendere Farbe? Okay, wir könnten Rot nehmen. Aber ansonsten würde ich sagen, lassen wir einfach das, was wir jetzt gerade haben. Das macht für mich mehr Sinn. So, haben wir hier auch schon die Vorhänge safe. Gut, wir haben drei Fenster. Wirklich, ein Raum hier hat nur dieses eine Fenster. Und der Raum hier hat einfach mal drei. So, aber wir haben hier wenigstens schon Vorhänge. Dann kann hier auch gut geschlafen werden. Das ist doch schon mal schön. So, aber ich wollte eigentlich gucken, was wir hier bei den Kindern noch so an Stuff haben. Oh, der Meerschweinchenkäfer ist ja auch süß. Aber den können wir noch so hinstellen. Ha, macht mich ja glatt ein bisschen traurig. Was bist du denn? Oh, bist du süß, Koala. Okay. Ich finde dich voll süß. Ich will dich irgendwo hinstellen. Oh, ich kann dich da draufstellen. Ah, oh, wie knuffig. Okay, hier haben wir nochmal die ganzen... Oh, ein Fauzi. Und ein Kätzchen. Voll cool. Ich liebe diese großen Kuscheltiere, ne? Ich finde die so mega. Aber wir brauchen noch Beleuchtung. Deswegen haben wir gerade hier nicht wirklich Platz, um... Oh, wie klein ist das denn? Oh, wie süß. Oh, die stelle ich auf die Wolken drauf. Hihi, da kenne ich gar nichts. Schwebende Dinge auf Wolken. Juhu. Guck mal, da schweben die Dinger drauf. Ist das nicht hübsch? Nee. So, ich hätte gerne hier noch eine schöne Leuchte. Einfach nur so. Finde ich auch gut. So, wir stellen dich mal hier drüben hin. Können wir rein theoretisch auch noch in rosa machen. Aber da war eine Kerze drin, ne? Das ist jetzt vielleicht bei Kleinkindern nicht so zu empfehlen. Ha, hier so in der Art noch. Das war auch eine Kerze am Start, aber wir könnten so tun, als wäre es LED. Krasse LED-Kerze. Ich mag es gerade von der Farbe her so. Ich finde das irgendwie putzig. Wir tun einfach so, als wäre es eine LED-Kerze. Keine Gefahr und so. So, ich würde sagen, das Kinderzimmer ist damit relativ fertig. Wir könnten hier nochmal die Punkte hier so in die Richtung verteilen. Ja, und dann sind wir hier quietschbunt rosa unterwegs, ne? Wenn das mal kein rosa Mädchentraum ist, dann, ja, weiß ich gar nicht, ne? Das kann man schon mal machen, oder? Ich finde das eigentlich hier so ganz hübsch. So, dann gehen wir hier mal rüber. Ich glaube, die brauchen wir hier auch nicht mehr. Ja gut, inwiefern wir Obst brauchen, weiß ich auch noch nicht so richtig. Aber ich finde, der Obstzeller ist hier ganz gut. Wenn man am Rechner sitzt, dann sollte man ab und zu vielleicht auch mal Obst essen. Waren wir ja eigentlich mit dem Wohnzimmer fertig? Sieht irgendwie so leer aus. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob wir da fertig waren. Aber ich würde hier, glaube ich, noch den ein oder anderen Spiegel platzieren wollen. Ja gut, der hat so einen Medikamenteneindruck. Der ist auch nicht gerade ganz anders. Der ist schon besser. Die Frage ist, wo wollen wir den haben? Ich glaube, hier finde ich den ganz gut. Hatten wir hier nicht auch dieses Garderobenteil? Das hatten wir doch auch hier drüben hingestellt, oder? Ja, da haben wir das Garderobenteil. Das klauen wir uns auch mal wieder. Hui! Garderobenteil! So. Wäre vielleicht hier vorne irgendwie angebrachter. Aber dann macht es hier halt mehr Sinn, so. Weiß ich nicht. Ich finde es hier irgendwie besser. Das macht mehr Sinn mit Garderobenmäßig und so. Okay, wir färben es erstmal ein. Mal hier in ein schönes Weiß getaucht. Tudu. Was machen wir denn jetzt hier hin vor Schreck? Da wäre ja an sich ein Spiegel auch nicht schlecht, aber den haben wir jetzt schon. Wir brauchen ja nicht drei Spiegel hier an der Wand. Das wäre irgendwie nicht so richtig sinnhaftig. Hier können wir uns ein Poster an der Wand klatschen.
Was können wir denn noch Schönes machen? Ich finde ja die Bilder hier auch immer wieder so toll, die man in verschiedenen Farben nehmen kann, ne? Ich mag das so gerne. Aber ich hätte jetzt gerne ein kleines davon, nicht so ein großes. Das wäre äußerst praktisch. So was haben wir hier. Wie so ein bisschen wie in so ein Zeitungsausschnitt. Das finde ich auch ganz cool. So, platziere ich mal daran. So, dann ist die Wand da auch nicht mehr so ganz leer. Dann fällt es auch nicht auf, dass wir hier Platz zum Ausweichen haben. Ja, gut, würde ich das Wohnzimmer erstmal so nehmen. Und ich befinde mich gerade in der Vorproduktion für die Gamescom. Das heißt, ich werde jetzt mal hier bei den beiden Zimmern einen Cut machen. Und wir werden uns dann hier in der nächsten Folge entweder im großen Schlafzimmer oder auf der Terrasse wiederfinden. Und ja, dann vielen lieben Dank fürs Zusehen. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und ciao.